Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Heimspiel der Würzburger Kickers gegen den VfL aus Bochum. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner Linken Bochum-Cheftrainer Gerd-Jan Verbeek in Würzburg. Herzlich willkommen und zu meiner Rechten unseren Cheftrainer Bernd Hollerbach. So wie sich's gehört, das erste Statement zum Spiel gebührt dem Gästetrainer. Gerd-Jan, wie haben Sie die 90 Minuten hier in Würzburg gesehen? Im Ersten natürlich gratuliere an den Würzburger Kickers, die 3 Punkte. Wir haben Schwierigkeiten gehabt am Anfang vom Spiel. Natürlich auch logisch, Probleme, die wir diese Woche gehabt haben, die verletzten Spieler. Dann, glaube ich, nach 10, 15 Minuten haben wir das Rhythmus gefunden. Da haben wir Positionsspiel gespielt. Dann ist das immer besser laufen gegangen, war auch die defensive Kontrolle da. Und eigentlich haben wir dann eigentlich sehr gut gespielt. Einige Chancen auch bekommen. Nur zur Halbzeit stand es 0-0. Zweite Halbzeit ist immer erwartungsvoll, wie wir starten in der zweiten Halbzeit. Aber das war auch diesmal sehr gut. Würzburg kam eigentlich nicht mehr raus. Und ja, das war eigentlich Warten auf das Tor von Bochum. Ich kann nur sagen, dass beim Gegentor das 1-0 in Umschalten, sie das sehr gut herausgespielt haben. Also bei uns im Zentrum konnte weit gehen, ja, eigentlich zu weit, ein bisschen spät eingegriffen. Gutes Tor, 1-0. Und dann haben die mit richtig viel Leidenschaft gut verteidigt, der Würzburger. Ja, und wir haben alles gemacht. Wir haben nochmal 1-1 gespielt, offensiv gewechselt. Wir haben auch unsere Möglichkeiten gehabt, auch Chancen gehabt. Aber der Ball ging nicht ins Tor. Und das ist auch eine Qualität von der Gegner, wie die verteidigt haben. Mit der Mentalität, die sie gezeigt haben, die haben bis zum Ende auch in einem guten Resultat geglaubt. Und dann fällt auch das zweite Tor in der letzten Sekunde. Naja, das ist für die Statistiken. Aber ich kann nur der Mannschaft gratulieren. Es ist nicht immer so, dass die beste Mannschaft gewinnt. Aber in anderen Sachen kann man auch sagen, die haben es gut gemacht gegen uns. Vielen Dank für die Einschätzung, Bernd. Wie hast du das Spiel heute hier gesehen? Ja, ich denke, dass wir ganz gut angefangen haben, dass wir ja, durch Elli und, glaube ich, durch Netsch 2 gute Chancen hatten, in Führung zu gehen. Wir waren ja, sehr präsent am Anfang und dann haben wir eigentlich ja, zu tief gespielt, haben den Gegner dann ja, das Spielfeld überlassen und haben wir trotzdem gut verteidigt, wenig zugelassen. Und nach der Halbzeit ja, hat man gesehen, was für eine tolle Mannschaft Bochum ist, ja, wie gute Fußballer sie drin haben. Sie haben richtig Druck gemacht, aber so letztlich zwingend, ja, wir haben es wirklich gut verteidigt und haben auf unsere Chance gelauert. Und wir haben dann auch mit einem klassen Umschaltspiel, ähnlich wie in Heidenheim, wo wir schnell umschalten, dann auch ein schönes Tor machen, das 1-0 gemacht und dann haben wir halt gekämpft, ja, Leidenschaft gezeigt und gestemmt. Und wir wollten unbedingt die 3 Punkte heute und die Mannschaft ja, hat wieder alles rausgehauen und muss ich ein Kompliment machen. Ich denke, der Sieg war heute ja, ein bisschen glücklich, aber von der Leidenschaft her nicht unverdient. Danke. Vielen Dank für die Einschätzung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Fragen Ihrerseits, dann einfach kurz ein Handzeichen, dann reicht Ihnen die Kollegin das Mikrofon. Wenn dem nicht, Frank Rane wieder von der Mainpost, bitte. Bernd, der Tobias Schröck hat das Tor, wie ich finde, herausragend vorbereitet, hat insgesamt eine ganz gute Leistung gezeigt. Vielleicht mal ein Wort zu seiner Leistung, seiner Entwicklung. Ja gut, die Entwicklung jetzt nicht nur von ihm, sondern von den anderen Schoppe, die haben ja alle noch in der Regionalliga gespielt, das darf man nicht vergessen. Das ist auch immer, wo man richtig einordnen muss. Wir haben vor 2 Jahren noch in der Regionalliga gespielt und die Entwicklung von den Jungs, gerade von den Jungspielern wie Schröcki oder Schoppe oder Taffi oder Peter, die halt alle vor kurzem noch in der Regionalliga gespielt haben, ist klasse und Schröcki hat es klasse gemacht mit der Dynamik, wo er dann umgeschalten hat und dann den Elli auch gut freispielt. Also. Aber wir alle, also die haben sich alle reingehauen und wir haben heute gegen eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft gewonnen. Noch eine Frage? Heute hat Junior Diaz sein erstes Spiel bei euch gemacht. Wie warst du mit ihm zufrieden? Ja, man merkt halt, dass er Erfahrung hat, dass er das Spiel lesen kann, dass er clever ist. Er hat halt jetzt nicht viel gespielt in Darmstadt, das hat man gemerkt, deswegen fehlt ihm auch ein bisschen die Wettkampfherde und der Rhythmus, aber er hat, ja, glaube ich, 70 Minuten oder knapp 80 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange er am Platz war, hat alles gegeben und ja, ich denke, dass er nächste Woche wieder einen Schritt weiter ist, also eine Sache toll gemacht. Okay, weitere Nachfragen?
Wenn dem nicht der Fall ist, sage ich vielen Dank für Ihren Besuch. Wir sehen uns in einigen nächste Woche am Freitagabend beim Auswärtsspiel in Fürth. Gerd-Jan Verbeek und dem VfL Bochum wünschen wir für die Saison alles Gute, eine gute Nachhausereise und dann sehen wir uns bei euch in Bochum wieder. Vielen Dank fürs Kommen. Wiedersehen.